Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Twilight Crusade, dem mitunter seltsamsten Spiel, was ich je gespielt habe. Aber nein, ganz so schlimm ist es nicht. Es geht tatsächlich schlimmer. Ihr könnt sehr gespannt sein auf weitere Handy-Tablet-Spiele, Gedöns. Es geht schlimmer. Deswegen, die Story ist hier noch ziemlich gut. Machen wir einfach weiter. Wo ist dieser Bastard hin? Ich werde ihm seine Glieder einzeln ausreißen. Und nun habe ich mehr als nur einen Grund dazu. Alter, komm runter. Er blickt kurz zu mir und stürmt dann in der Richtung, in der Luke verschwunden ist, davon. Schätzelein, wart auf mich. Und jetzt wird er ihn auf Rache und Eifersucht umbringen. Das Ganze wird immer komplizierter. Zusammen durchsuchen wir den Friedhof ein, zwei, dreimal, aber kein Luke. Er ist spurlos verschwunden. Wir geben uns geschlagen. Kehren zu unserem Auto zurück und kehren in das alte, verlassene, viktorianische Gebäude etwa 10 Minuten vom Friedhof entfernt zurück. Das alte Haus mit den quietschenden Dielen liegt versteckt und umgeben von Bäumen auf dem Land und ist ein perfektes Versteck für uns. Jo. Es hat diesen Flair eines echten Spukhauses an sich. Es ist etwa 21 Uhr und ich sitze allein im Wohnzimmer. Wo sind die anderen? Achso, Brown und Sven sind losgezogen, um weiter nach Luke zu suchen und Elijah ist in die Stadt gefahren, um Proviant und Abendessen für uns zu besorgen. Warum bleibe ich alleine hier? Warum bin ich nicht mit Eli gegangen? Wir haben eben noch nach einem Vampir gesucht, wo unsere beiden Vampirfreunde der Meinung sind, dass er ein schlechter Typ ist und die Pflegeeltern von Baron umgebracht hat. Und lasst mich alle alleine. Keiner weiß, wo er ist. Ich bin jetzt schutzlos ausgeliefert, wenn der jetzt hier vorbeikommt. Und da macht sich irgendwie gefühlt keiner Gedanken drüber. Was ich meine, wer soll unser Versteck hier jetzt finden? Das muss nicht bewacht werden von mir. Finde ich. Das ist so leichtsinnig. Ich wette, Luke kommt jetzt vorbei. Wirklich, ich wette, Luke kommt vorbei. Gerade als ich mir ein paar alte Bücher in dem riesigen Bücherregal ansehen will, klopft es an der Eingangstür. Surprise! Mit pochendem Herzen blicke ich durch den Spion. Es ist Luke! Natürlich ist es Luke! Hi! Habe ich es nicht gesagt, selbst wenn ich das Spiel nicht kennen würde. Ich war mir jetzt nämlich nicht ganz sicher, ob der jetzt schon wieder kommt, aber ne, es ist einfach so logisch. Ah! Spiel! Sven und Baron sind auf der Suche nach ihm und er spaziert hier einfach so zu unserem Versteck. Vorsichtig öffne ich die Tür. Ganz allein, mein kleines Mädchen. Miep. Ich blicke ihn skeptisch an. So, was bist du denn? Und stemme eine Hand an meine Hüfte. Absolut keine Angst. Und du? Bist du der große böse Wolf oder was? Hey, flirte ich etwa mit ihm? Er zeigt sein typisches raubtierartiges Lächeln. Vielleicht bin ich das. Immerhin ist dies ein ziemlich gruseliges Spukhaus, das ihr euch hier ausgesucht habt. Ha, das stimmt. Und ja, ich bin allein hier. Sollte man, glaube ich, nicht sagen in so einer Situation, aber egal. Aber ich denke, du solltest gehen und als ob er darauf hören würde. Ja, ich bin allein, aber hey, du solltest jetzt lieber gehen. Niemand. Niemals. Wirklich. Er ignoriert mich und schiebt sich an mir vorbei und zieht die Tür hinter sich zu. Gleich fragt er, wo wir das Bier aufbewahren. Ich sag's euch. Gefühlt. Ich weiche ins Wohnzimmer zurück und er folgt mir. Was willst du überhaupt? Du verschaffst dir hier einfach Zutritt und so aggressiv, wie du bist. Was? Er ist aggressiv? Wann und wo? Hast du Barons Pflegeeltern vielleicht wirklich getötet? Wo war er aggressiv? Also ich vielleicht ein bisschen, aber eigentlich nicht. Ich fand Luke jetzt überhaupt nicht aggressiv. Der hat sich nur verteidigt und als er gemerkt hat, Scheiße bringt nichts, die hören mir alle eh nicht, so ist er halt abgehauen. What? Er schüttelt den Kopf. Ja, würde ich auch in der Situation. Ich tue es gerade ständig im Geiste, aber egal. Und sieht sich genauer in dem Wohnzimmer um. Eine einsame Lampe auf dem Tisch ist an und taucht den Raum in ein schwaches, goldenes, fast romantisches Licht. Luke murmelt mehr zu sich selbst als zu mir. Dinge sind nicht immer, wie sie scheinen. Eben, das finde ich ja auch. Jetzt wird er aber wirklich tiefgründig. Pff, ich
sagt da nichts zu. Er sieht mich an und spricht nun wieder lauter. Weißt du, Vampi, im Grunde sind Vampire nicht anders als Menschen. Weiß ich. Das habe ich auch gedacht, nachdem ich all diese schrecklichen Dinge in den Rave-Laboren gesehen habe. Hm? Würdest du etwas ausmachen, wenn ich ein bisschen bleibe und wir uns ein bisschen unterhielten? Ich glaube, er würde sowieso bleiben, selbst wenn ich Nein sage. Von daher... Okay, vielleicht kann ich ja außerdem so mehr Informationen aus ihm herausbekommen. Deswegen... Guck mal, die Entscheidung ist sogar günstig, weil es die erste mit ihm quasi ist. Aber wenn ich mit ihm sogar Entscheidungen treffen kann, warum hat er dann kein Gesicht? Warum ist er nur ein Schatten wie all die anderen unwichtigen Leute? Ja, bleib hier und erzähl mir was Schönes, komm. Okay, du kannst noch ein bisschen bleiben. Aber du musst verschwinden, bevor die Jungs wiederkommen. Vor allem Baron. Er und Sven sind unterwegs, um nach dir zu suchen. Eli ist in die Stadt gefahren. Ich kann ein Blitzen in Lukes Augen sehen. Er setzt sich auf das viktorianische Sofa und deutet auf den Platz neben sich. Sie suchen nach mir, hm? Dann ist es ziemlich ironisch, dass ich hier bin. Allein. Mit dir. Immerhin hast du es Baron ganz schön angetan. Den anderen auch. Oder dem anderen auch. Nee, den anderen auch, sind ja zwei, stimmt. Und ich verstehe auch, warum. Ich nehme neben ihm Platz, darauf bedacht, genug Abstand zu ihm zu halten und nicht feuerrot anzulaufen. Ha! Nun, zumindest scheinen sie mich alle zu mögen. Aber darum geht es nicht. Aber was du eben gesagt hast, von wegen, die Dinge sind nicht immer, was sie scheinen. Und dass Vampire, wieso ist jetzt erst mein Name wieder da? Und dass Vampire und Menschen im Grunde gleich sind. Was hast du damit gemeint? Wieso ist mein Name jetzt wieder weg? Was sind... Hilfe. Was sind deine Erfahrungen damit? Oder wie sind deine Erfahrungen damit? Luke schaut plötzlich sehr ernst rein. Was ihm nicht sehr ähnlich sieht. Obwohl ich ihn noch nicht lange kenne. Wollte gerade sagen, woher willst du wissen, was zu ihm passt und was nicht? Egal. Nun, meine Erfahrung sagt mir, dass Vampire grausam und gemein mit zu Menschen sein können. Aber ich habe auch gesehen, dass Menschen genauso grausam zu Vampiren sind. Allerdings habe ich von beiden Seiten auch schon Freundlichkeit und Großzügigkeit erlebt. Doch das ist in der heutigen Zeit eher selten. Wahre Worte. Auf welcher Seite stehst du denn nun? Ich bin eher ein Einzelgänger. Ich verstehe mich nicht sehr mit Menschen, aber ich will sie auch nicht töten. Eigentlich eine gute Einstellung. Ich meine, ich bin auch nicht so der Menschenfreund und will nicht unbedingt alle töten. Aber ich bin auch nicht auf der Seite von Vampiren, die Menschen vernichten oder versklaven wollen. Ich stehe zwischen den beiden Stühlen. Ist doch eigentlich eine gute Haltung. Mir platzt ein Lachen heraus. Ha, bist du lustig! Nicht, weil es witzig ist, ach so, okay. Sondern, weil er den gleichen Standpunkt zu haben scheint, zu dem auch ich in den letzten Tagen gekommen bin. Ich spüre eine tiefe Verbindung zwischen uns. Vielleicht liegt Baron mit all seinen Anschuldigungen falsch. That's what I said. Genau, mir geht's genauso. Ich habe mich Rave angeschlossen und wusste zwar, dass Sven und Baron in Ordnung sind, aber ich war der Meinung, dass alle anderen Vampire schlecht sind. Doch dann habe ich die Rave-Forschungslabore gesehen, wo die Vampire mit unnötiger Grausamkeit... foltern. Sie haben gesagt, dass es alles für das Wohl der Menschheit sei. Doch in Wirklichkeit steckte dort nur blinder Hass dahinter. Ich stehe genauso zwischen den Stühlen wie du. Während meiner emotionalen Rede habe ich gar nicht bemerkt, dass ich sein Knie mit meinen Fingern berühre. Oh oh. Aber jetzt, oh Mann, jetzt habe ich es gemerkt. Luke übrigens auch. Und er starrt auf die Hand auf seinem Knie. Ups, sorry. In einer flinken Bewegung nimmt er meine Hand in seine und drückt mich gegen die Lehne der Couch. Oh je, jetzt werde ich vergewaltigt hier. Sein Oberkörper ist mir zugewandt. Diesmal hast du aber den ersten Schritt gemacht. Ich mag das, Vampi. Scheiße, das war ein Versehen, okay? Er lässt seine Finger erst über meine Kiefer und dann... Meine Kiefer, habe ich denn mehrere? Über meinen Kiefer. Und dann in leichten, neckenden Bewegungen über meine Unterlippe streichen. Mein ganzer Körper erschauert. Und ich kann nichts dagegen tun. Verdammt, dieser Kerl weiß wirklich, welche Knöpfe er drücken muss. Und es erfüllt seinen Zweck.
Scheiße. Mein Atem geht schnell und stoßweise und ich starre... Weißt du, was ist das für eine Schlampe? Und ich starre in seine tiefen, strahlenden Augen. Meine Brust gegen seine gepresst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fühle eine starke Bindung zwischen uns. Ich meine... Ja, du hast wie immer die richtigen Worte, Vampir. Doch bevor ich mich noch mehr zum Affen machen kann, presst er seine vollen, warmen Lippen auf meine. Er küsst mich langsam und vorsichtig, aber mit vollstem Selbstvertrauen. Dieser Kerl weiß ganz sicher, was er tut. Ich lege ihm eine zitternde Hand um seinen Nacken und erwidere seinen Kuss. Ich lege meinen Kuss schräg, um noch näher an ihn heranzukommen. Noch mehr von ihm zu kriegen. Ich habe ihn reingebeten, um Informationen von ihm zu bekommen. Was kriege ich? Das hier. Warum? Einfach nur warum? Ich meine, es ist doch logisch, dass ich eigentlich nur Informationen haben wollte, oder nicht? Hilfe! Seine Zunge umspielt meine Unterlippe und ich öffne meinen Mund, um ihn einzulassen. Er taucht ein und ich stoße ein leises Stöhnen aus. Moment, Vampi, was tust du da? Ja, danke, dass du auch mal selber das hinterfragst. Dankeschön. Ja, du bist dir nicht sicher, aber vielleicht hat er Barons Pflegeeltern wirklich getötet. Darum geht's nicht mal, das ist hier nicht der Punkt. Und Baron könnte jeden Moment wiederkommen. Ja eben, das wäre viel schlimmer. Mein armer Schatz. Ich schiebe ihn von mir weg, sodass ich wieder aufstehen kann. Auch er steht auf. Es tut mir leid, Luke. Du solltest wirklich gehen. Baron kann jeden Moment zurückkommen. Ich wollte Infos. Weißt du, wenn wir hier so unter uns sind, hätte er doch ehrlich zu mir sein können und mir alles ganz genau erklären können, warum er damals am Tatort war, wer er glaubt, dass es gewesen sein könnte, ob ich richtig liege damit, dass er die dann nur von hinten hat noch weglaufen sehen oder keine Ahnung. Was meinte er denn damit genau? Er kann es nicht wirklich genau sagen. Deswegen, das ist... Hilfe! Er folgt mir zur Eingangstür, die ich für ihn öffne. Kein Baron, Sven oder Edi. Verstehe. Es ist nicht der beste Zeitpunkt für wildes Geknutsche. Was übrigens gerade super sexy war. Ich mag ihn an sich. Ich gehe, aber erst... Er zieht einen gefalteten Zettel hervor und drückt ihn mir in die Hand. Was denn, ruf mich an oder was? Hier hast du... Quatsch. Hier, das ist der genaue Standort des größten Vampirlagers, das ich kenne. Okay. Nicht weit von hier. Ihr Anführer dort heißt Damien. Okay, es ist wenigstens nicht seine Telefonnummer. Das ist ja schon mal beruhigend. Aber warum? Warum? Einfach nur warum? Ich meine, so wie er mich mag und sowas... Man könnte natürlich jetzt auch meinen, hey, er ist echt ein extremer Scheißkerl, weil er hat mich einfach so geküsst und jetzt gerade das. Und er hat, sagen wir mal, dann wirklich erst Barons Eltern umgebracht. Und das ist jetzt eine Falle. Weil... Manche Bösewichter machen das ja auch so, oder auch Vampire im Allgemeinen, sie verführen ihr Opfer zuerst und dann machen sie es kalt. Aber das ist so eine Sache jetzt hier so... Ich weiß nicht, das ergibt für mich nicht viel Sinn. Vielleicht mag er Damien einfach nur nicht, ich weiß es nicht. Wenn du wirklich die Wahrheit erfahren willst, geh dorthin. Mach's gut, meine schöne Vampi. Dankeschön. Mit einem Donnerschlag verschwindet er auf einmal in die dunkle Nacht. Donnerschlag? Hat er sich teleportiert oder was? Ich schließe die Tür und blinzle verwundert auf das Stück Papier in meiner Hand. Neugier regt sich in mir. Was meinte er mit, wenn du die Wahrheit erfahren willst? Über die Pflegeeltern von Baron vielleicht? Über ihren Tod? Sollte ich dorthin gehen? Oder ist es eine Falle? Du solltest auf jeden Fall nicht alleine gehen, wenn du meine Meinung hören willst. Wenn... Weil die gerade so am Grinsen sind, ey. Aber egal, gut. Ich habe auf jeden Fall eine Szene wieder, alles picobello. Und nur noch 27 Edelsteine. Alter, geht das immer schnell. Krass. Aber okay. Gut. Ich habe mich geirrt, wir können das Spiel doch nicht so durchspielen. Ich hätte die Sache mit Sven echt nicht machen sollen, verdammt. Aber wie viel kommt denn noch mit Edelsteinen? Weil das Spiel ist ja wirklich nicht mehr lang. Ich weiß es nicht. Naja, egal. Ich beende hier den Part jedenfalls erstmal. Das passt gerade ja ganz gut. Und wir sehen uns im nächsten Part dann hier wieder. Bis dahin, macht's auf jeden Fall gut und ciao!